Die Zukunft in der Chirurgie geht sicherlich dahin, dass man immer mehr technische Lösungen sucht, um das Risiko für den Patienten bei den Eingriffen zu minimieren. Sich absichern, den Patienten damit absichern und sich genauer orientieren können. Die Robotic Suite wird für verschiedene Erkrankungen eingesetzt, insbesondere für Implantationen an der Wirbelsäule und zur Orientierung an der Wirbelsäule. Zum anderen für Schädeloperationen, bei denen es darum geht, möglichst exakt sich auch in einem anderweitig nicht gut differenzierbaren Gehirn zu orientieren. Außerdem ist es möglich, die Operation zu simulieren. Das war vorher noch mit keinem System möglich. Wir können also am Computer die Operation simulieren, Teile wegnehmen, Zugänge überprüfen, um den schonendsten Zugang für den Patienten uns zu überlegen.